Herzlich willkommen zurück, Leute, und Tag auch wieder bei XCOM 2 und steht jetzt eine ganz schwierige Mission bevor, nämlich diese Terrormission, hieß es früher, mittlerweile heißen die hier Vergeltungsschlag, Operation furchtbarer Wahn, halte die Advent-Vergeltung auf und ja, die machen wir einfach auch. Kurs auf Ostafrika. Bleibt uns nicht viel anderes übrig. Ja, und es geht darum, jetzt unser Team zu bilden. Da schauen wir natürlich, wer mal wieder einsatzbereit ist. Noel Eto hier, der Grenadier aus der letzten Mission, er kann 2 Granaten mitnehmen. Und das ist eigentlich schon richtig stark. Er kann nämlich, er hat auch noch den Granatwerfer dabei. Damit hat er eine etwas längere Reichweite, was die Granaten angeht. Die werden quasi nicht mehr geworfen, sondern über den Granatwerfer, geschossen. Also den nehmen wir auf jeden Fall mit. Dann haben wir hier den Guanidin mit dem Sniper. Ehrlich gesagt, Sniper brauche ich in der Mission nicht. Vielleicht noch den F-Krone hier. Auch ein Grenadier. Ja, wie gesagt, Sniper mag sein, dass manch einer von euch auch sagt, dass man so Leute mitnehmen kann. Aber ich finde gerade bei den Terrormissionen geht es darum, schnell nach vorne zu kommen. Ich hätte am liebsten den Stadtfuchs mitgenommen, unseren Ranger, aber der ist noch verletzt. Nehmen wir mal den F-Krone mit und den MacBus als Spezialist. Ach, ich weiß nicht. Übrigens, ja genau, The Return of the Mauszeiger. Ich habe es endlich hinbekommen. Ich dachte, es wäre im Spiel deaktiviert. Und ja, die Aufnahmesoftware musste das auch noch eingestellt bekommen. Jetzt ist er also da, ab Folge 9. Ich glaube, ich nehme anstatt den MacBus nämlich noch einen Rookie mit. Dass ihr auch die Chance habt, hier wieder fleißig neue Leute aufgenommen werden. Ja, wir versuchen das mal so. Natürlich könnte man jetzt auch sagen, dass wir noch lieber einen erfahrenen Soldaten mitnehmen sollen. Ach, ich schaue gerade nochmal. Spezialist, Scharfschütze. Hat 2 Granaten mehr, ist schon nicht schlecht. Ja, komm, ich nehme den MacBus mit. Mit einer Granate. Als Spezialist. MacBus, tut mir leid. Ich nehme mir den Belgier mit. Die Belgierin mit der Sturmwaffe. Okay, los geht's. Medikit habe ich, 2 Granaten. Die, ich gebe mal gerade die Ausrüstung frei, weil dann nimmt sie nämlich die Blendgranate mit. Dann haben wir noch ein Backup, falls irgendwas gar nicht klappen sollte. Ja. Bin hier sehr heavy unterwegs mit Granatwerfern. Ja. Dann nehmen wir Mission an. Wir sehen hier nochmal die Missionsübertragung. Wir erfahren, dass die Aliens einen großen Angriffstrupp versammelt haben, um einen der Außenposten des Widerstands in der Nähe anzugreifen. Die Menschen dort brauchen dringend jede Hilfe, die wir bieten können. Wir werden die Feindbedrohung ausschalten und das Gebiet sichern. Ja. Kann ich ja schon mal kurz grob sagen, wie das Ganze ablaufen wird jetzt hier, weil das ist immer gleich, im Gegensatz zu der VIP-Mission, die ich da letztens hatte. Die hat mich echt komplett aus den Häuschen geworfen. Einfach, weil ich sowas noch gar nicht hatte. Minus 1-5, Feinde greifen den Außenposten an. Eliminieren Sie alle Einheiten und schützen Sie die Zivilisten. Ja, wir haben ja gesehen in dem Video, dass wir es auf jeden Fall mit einer neuen... Und unsere auch. Dieses Mal ist der Abwurfpunkt demnach nicht verborgen. Ja, also wir sind direkt enttarnt worden. Wir gucken natürlich hier wieder nach den Grenzen. Wir sind richtig in der Mitte, wobei... Okay, das ist... Ja, also wir sind eher unten rechts anstatt unten links. Ja, warum habe ich den Sniper nicht mitgenommen? Ganz einfach, man muss hier relativ schnell nach vorne gehen. Ihr seht ja hier diese Zivilisten, die müssen wir retten. Das können wir entweder machen, indem wir sie hier sogar aktiv retten, also sprich ranlaufen und dann laufen sie weg. Oder einfach, ja wie soll ich sagen, ganz schnell alle Feinde neutralisieren und dann sind alle Leute, die noch überlebt haben, automatisch gerettet. Wir haben 13 Zivilisten insgesamt auf der Karte, 6 müssen wir mindestens retten. Und das ist gar nicht so einfach, weil die Aliens nämlich gerne so mindestens einmal pro Runde einen auch gerne töten. So, und wir gehen vor.
Wir gehen vor ohne Deckung. Wir gehen vor mit Deckung. Okay, wir gehen vor mit etwas Deckung. So, und da geht's schon los. Ja, Gott sei Dank gehen die Zivilisten immer so ein bisschen aus dem Weg. Oh. Und da haben wir einen neuen Edmund-Soldat. Ihr seht, der hat hinten so eine Art Schwert, so eine Betäubungslanze drauf und ist also ein Nahkämpfer, der uns gerne betäuben würde. So, und ihr seht, das mit der Granate ist jetzt viel weitreichender. Und ich würde direkt mal versuchen, hier diesen Vierer-Advent-Soldat einfach mal direkt zu töten. Wenn ich das T-Wort sagen darf. Komm, 4 Schaden. Ah, leider nur 3. Und seine Deckung ist auch noch da. Das hat nicht viel gebracht. Also hier, bei ihm müssen wir uns keine Gedanken machen. Rüstung oder beziehungsweise Deckung bringt da gar nichts. Der holt uns einfach, wenn wir Pech haben. Deswegen kann ich auch ein bisschen offensiver stehen. Problem ist, ich muss ihn irgendwie ausschalten. Weil wenn wir ihn nicht ausschalten, wird er hier relativ freie Schussbahn auf einen haben. Es sei denn natürlich, er wird sich einen der... wie soll ich sagen, der Zivilisten holen. Ja, ich muss nach vorne und ich muss irgendwie was treffen. Also jetzt wirklich in den Missionen bin ich immer etwas ungestümer. 28%, das ist halt wirklich nix. Ich habe gerade überlegt, ob ich vielleicht schon die Granate einsetzen soll. Aber jetzt schon die Granate... Ich weiß es nicht. Und er ist ja leider der Heiler. Ich dachte nämlich gerade, ich hätte noch einen Kampfhacker. Der kann nämlich Leuten so einen kleinen Stromschlag versetzen. Ideal wäre das für die jetzige Situation. Ja, ich werde es leider nochmal riskieren müssen. Ich werde nochmal eine Granate drauf schießen. Ich kann leider nichts anderes machen. Der muss auf jeden Fall weg hier hinten. Ja, und jetzt hier auch mit schönen Akzent. Das müsste der Noel gewesen sein, mit italienischem Akzent. Oder war das der F. Krone? Schauen wir nochmal kurz. Da können wir nicht schauen. So, und den Kollegen jetzt mit der Betäubungslanze, den müssen wir jetzt, ehrlich gesagt, angreifen lassen. Vielleicht können wir hier ja noch... Ah, schade. Hat nicht komplett gereicht. Ah, warte mal. Einhack darf ja trotzdem noch schießen. 56, duck dich. Ah, Mist. So, und jetzt wird er nach vorne kommen. Jetzt sehen wir erstmal hier, wie einer der Zivilisten stirbt. Und das ist genau der Grund, warum ihr schnell nach vorne laufen müsst. Und wenn es ganz blöd läuft, stirbt noch ein zweiter. Schwere Verluste unter den Zivilisten, Commander. Wir müssen das beenden. Nee, da ist nichts passiert. So, jetzt kommt er hier mit der Betäubungslanze und ja. Das haut richtig rein. Ich meine, klar, er ist jetzt tot. Aber das hat uns jetzt ganz schön... einen mitgegeben. Ja, jetzt ist die Frage, ich will eigentlich gar nicht so weit vor. Und keine Deckung in Sicht hier. Egal, wo ich hinlaufe, keine Deckung. Ja, und... Ach nee, ich sag mal lieber nichts hier. Dann könnt ihr euch nur überraschen lassen, was vielleicht gleich passiert. Ich muss ein Stück nach vorne gehen, einfach um ein bisschen hier... dafür zu sorgen, dass wir vielleicht auch gleich die nächste Gegnertruppe haben. Weil campen ist hier nicht groß. So, Noel Eto wird jetzt erstmal geheilt. Mit der Gremlin-Drohne. Los, heilen! Ja. Das sind insgesamt 4 Hitpoints, 4 TP. Das reicht. So, wie machen wir das denn jetzt? Soll auch der Noel Eto den finishen?
Also hier oben ist ja der eine gestorben irgendwo, ne? Ah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr wo. Das heißt, in die Richtung sollten wir langsam auch mal gehen. So, 51% ist jetzt ja wirklich nicht so der Hammer, aber ja. Er rächt sich. Ja, da ist ja alles gerade angekommen. Hat man noch hier den kompletten Metallgeräusche gehört. Wahrscheinlich noch deren Waffe getroffen. So. Und jetzt müssten wir eigentlich nach vorne. Ne, zwei haben wir noch. Wir machen mal Feuerschutz. Und, ja, ich befreie ihn jetzt hier nicht. Warum? Seht ihr dann später. Machen wir mal Feuerschutz. Sollte eigentlich nichts anbrennen, weil, ja. Oh, Glück gehabt. Glück gehabt. Das hat man sehr selten in diesen Terrormissionen, dass da... Ah, aber da getroffen. Von hier war das. So ein bisschen von links. Ja, und ihr seht, wie weit wir davon weg sind. Und wir müssen jetzt schnell dahin, um eben zu sorgen, dass da nicht noch weitere Zivilisten sterben. Aber hier ist keine Deckung, gar nichts vorhanden. Ganz großer Mist. So, da ist was los. Ah, ein Sektoid natürlich. Das ist eigentlich eine annehmbare Gegnergruppe. Abgesehen davon, dass gerade der Edwind ins Haus abgehauen ist. Aber den könnten wir eigentlich auch noch treffen. Komm, 55%. 3 immerhin. Ja, Deckung ist hier nicht viel. Begebe mich zur Zielposition. Und viel Zeit lassen können wir uns auch nicht. Also es ist wirklich diese Terrormission, die haben es echt in sich. Ähnlich wie früher. So, das hat aber jetzt mal geklappt hier mit 2, ja, 50-50 Chancen. Das sind eigentlich auch so Chancen, die man am besten nicht eingehen sollte. So, der Sektoid wird, denke ich mal, hier irgendwas machen. Jetzt dürfen wir nicht zu dicht dranlaufen, weil dann könnte es nämlich noch sein, dass wir noch die Gegnergruppe vielleicht triggern, die hinter dem Haus steht. Aber vielleicht treffen wir den Sektoiden, wollte ich gerade sagen, aber sie trifft ihn gar nicht. Also sie... Ja, traue ich mich hier hinzulaufen? Ja komm, ich traue mich mal an den Baum zu laufen. Nichts passiert. Er sieht den Sektoiden. Er holt sich hier mal die halbe Deckung. Und gibt immerhin mal einen Schuss ab. 29% geht wahrscheinlich schief, aber... Boah, nee, hat sogar getroffen. Wahnsinn. Noel, du machst hier eine gute Arbeit. So, Sektoid ist dran. Wir drängen sie zurück. Nee, der... hat in dem Fall keine Lust, jemanden zum Zombie zu machen. Der geht lieber zurück und er schießt an Zivilisten. Ja, das ist natürlich blöd. Oder blöder. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Also ihr könnt ja mal, ich weiß ja, dass viele Leute hier auch zuschauen, die selber XCOM spielen. Ihr könnt mir mal sagen, also ich glaube, es ist unmöglich, in so einer Mission alle 13 Zivilisten zu retten. Das habe ich also noch nie geschafft. Es wird eigentlich immer ganz, ist immer eine ganz knappe Geschichte. So, Topstar geht ein Stück vor. Okay. Das war genau der richtige Schritt. Sektoid plus wieder eine mit einer Betäubungslanze. 57% haben wir hier Trefferwahrscheinlichkeit, das machen wir. Und der war wichtig, weil jetzt haben wir mit 3 Soldaten noch die Chance. Ich könnte etwas Munition gebrauchen. Ihn auszuschalten. Ja, hat wieder keine Deckung, nix. Aber gut, aktuell nicht unser Problem. Sektoid schießt in der Regel selten. Und wenn er schießt, ja, dann laufen wir. 54%, das machen wir ohne Granatwerfer, den hebe ich mir auf. Ja, okay. Nicht gut. Du musst ja auch mal wieder was daneben gehen.
Ich würde erst gern hier mit dem Noel kurz versuchen, ob ich ihn treffe. Wahrscheinlich auch so 50% Trefferwahrscheinlichkeit. 50%, ja komm. Cointoss. Und er trifft. Okay, dann können wir uns nämlich die eventuell Blendgranate sparen. Ja. Er sagt, dass er fast keine Munition mehr hat, aber eigentlich hat er noch genügend. Noel geht mal ein Stück vor. Und versucht mal dem Sektoiden einen Hit mitzugeben. Nicht der Noel hier. Sie hier. Der Rookie. Okay, das hat nicht geklappt. Nicht so wild. Solange jetzt der Sektoid nicht hinten in die... Oh. Und... Das ist das, was ich gemeint habe. Was passiert mit den Zivilisten? Wir haben hier diese neue Alien-Sorte. Ach, guck mal an. Haben wir noch einen Sektoiden? Oh, will der etwa... Die wollen doch nicht etwa mit der Plasma-Gun schießen hier. Nee, der will natürlich einen Zombie erschaffen. Ja, das ist gut. Da lohnt es sich jetzt auch mal mit dem Granatenwerfer drauf zu schießen. Da trifft man gleich beide. Aber soviel ich weiß, können die Zombies auch nichts droppen. So, das wäre jetzt mal aber neu, dass er angreifen dürfte. Das darf er nämlich, glaube ich, nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das sind sie wohl. Eine bemerkenswerte Spezies, wenn wir sie nur festhalten können. Ja, das sind jetzt die sogenannten Faceless, also die Gesichtslosen. Ja, und ganz tolle Sache. Ich muss kurz mal schauen, wo hier das Fass ist. Ah, das Fass ist da. Das würde uns natürlich den Sektoiden hier vom Hals schaffen. Erstmal kurz die Munition checken. Jeder hat noch einen Schuss, außer hier der Noel. Das heißt, der Noel muss jetzt irgendwie oh, das wird echt bitter. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe hier mit den ganzen Leuten. Also F. Krone müsste eigentlich jetzt mal hier drauf schießen, hat keine Crit-Chance. Komm, 87%. Wir fangen mal mit dir an. Hast eh nur einen Schuss. Na komm. Alles raus. 5 Schaden. Okay. Nochmal 5 Schaden und das Ganze wäre geregelt. Die haben noch einen Schuss. Wie viel ist die Trefferwahrscheinlichkeit? 78%. Okay, wir versuchen uns mal hinter ihn zu stellen. Wobei, er steht noch schön weit vorne. Dann nehmen wir lieber hier ihn hier. Den Topstar. Topstar, es tut mir leid, dass ich dich jetzt hinter den Faceless stellen muss. Aber du hast jetzt die Chance hier mit 94% ihn hoffentlich abzuknallen. Okay, das war gut. 5 Schaden. Es war wirklich gut, dass das jetzt nicht 4 Schaden waren. So, und jetzt müsste ich eigentlich den Sektoiden hier hinten eigentlich killen. Das wäre eigentlich... Du, der Psi-Zombie kann ungefähr 1, 2, 3, 4, 5... Der kann mich nicht angreifen, wenn ich mich jetzt hier ein Stück zurückziehe. Okay, wir machen es mal wie folgt. Der Noel hat noch eine Granate. Und die ballert er mal schön da rein. So. Da gibt es jetzt ein bisschen Schaden. Das ist nicht viel, aber das reicht, um nächste Runde den Sektoiden platt zu hauen. So, in der gleichen Zeit gehen wir jetzt eins zurück. Und nehmen uns jetzt hier den Tank vor, weil mit dem Tank müsste auch der Sektoid eigentlich draufgehen. Ja, boah. Das hat gereicht, ne? Okay, gibt halt jetzt keine Items. So, wir schauen mal. Es ruckelt auch gerade ein bisschen. Also so viele Partikeleffekte hier. Ich darf nochmal ein bisschen runterstellen. So. In Panik. Müsste der F-Krone sein. Ja, mal gucken. Nicht ins Feuer rennen. Bitte nicht ins Feuer rennen. So,
der Zombie kommt vor, aber er müsste... Oh, ja, er geht jetzt nochmal. Dürfte aber eigentlich nicht angreifen können. Ja. F. Krone ist in Panik. Und der Rest hat nicht mehr viel Munition. So, wir können eigentlich nur kurz... Ja, wir könnten jetzt natürlich den... Ja, hat keine Munition. Also wir laden nach. Waffe geladen. Nachladen und auf den Sektoiden. Muss jetzt irgendwie klappen. Hier. Das reicht noch nicht. Das reicht nicht. Noel lädt mal nach. Und müsste dann jetzt 32%. Das ist zu wenig. Okay, vielleicht mache ich eine Ausnahme und kill doch mal den Psi-Zombie. Ne, Moment, wir machen es anders. Wir nehmen erstmal die andere Option. Der Rookie darf nach vorne gehen. Und hoffentlich passiert da nichts in dem Sinne von, es kommen neue Aliens. Das hat schon mal geklappt und hat jetzt eine Trefferchance von 55% nur. Oh je. Ja, macht es aber. Ich glaube, dafür kriegst du einen Stufenaufstieg, oder? Komm, Beförderung. Na, keine Beförderung? Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Ui, das dachte ich jetzt nicht. Status bestätigt. Mission erfüllt. Das dachte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich dachte, da kommen noch mehr Gegner. Weil 8 Feinde... Boah, okay, ist die erste Terrormission. Also ich kann mich da eigentlich nur noch an Missionen erinnern, wo weit mehr Feinde kamen. 8 Stück. Einen verwundeten Soldaten. Das war doch, glaube ich... Wer war das denn? Haben wir auf jeden Fall geheilt, aber natürlich trotzdem verwundet worden. Okay, hier, neuer Rekord hier. Größter verursachter Schaden. Noel, nicht schlecht. Die meisten Angriffe der Topstar. Am häufigsten angegriffen auch der Noel. Und am weitesten bewegt hat sich der Rookie. Ja, das läuft doch mal. So, Mensch, jetzt haben wir den Part schon wieder ganz schön überzogen. Genau, müssten gleich in der Heimatbasis ankommen. Bin ganz schön wieder überzogen. Ich mache ja immer so eigentlich 18 bis 20 Minuten ist so mein Limit. Jetzt sind wir schon wieder über 20 Minuten. Ich hatte mich schon gefragt, wie sich die neue Ausrüstung schlägt, Commander. Noel ist schwer verwundet. Mensch, der fällt ja hier schon hin. Ja, und wir haben hier einen neuen Rekruten. Das machen wir wie immer wieder beim nächsten Mal mit dem Befördern. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao, ciao.